Willkommen zurück hier in der Stierkampf Arena in Halle an der Saale nach dem Spiel Saale Bulls gegen Indians. Wir gewinnen 6:2 in regulärer Spielzeit. Schüsse aufs Tor, Saale Bulls 37, Hannover 30. Strafen zum Schluss dann doch ein bisschen mehr. 16 Minuten auf Seiten Halle und 14 bei den Indians. Marius Riedl ist da als Coach für die Saale Bulls und Björn Naujokat für die Indians. Der Gästetrainer hat immer das erste Wort. Bitte schön. Ja, schönen guten Abend. Erstmal Glückwunsch, Marius. Ich denke, wir haben eigentlich ein ganz gutes erstes Drittel gespielt, haben trotzdem leider 2-0 hinten gelegen. Überzahl waren wir ein bisschen, in Unterzahl ein bisschen unorganisiert bei dem Gegentor. Der erste Gegentreffer, auch individueller Fehler. Zweite Drittel eigentlich ganz gut gestartet, mit dem Tor wieder rangekommen. Aber dann ist irgendwas da passiert in den Köpfen, dass wir die Zweikämpfe nicht mehr gut angenommen haben. Das Defensivverhalten war nicht gut. Und ja, dann haben wir halt das Spiel verloren. Ja, ich meine, versucht haben die Jungs es, aber wenn nicht jeder wirklich seine Aufgabe macht, dann passiert das halt. Und da müssen wir weiter dran arbeiten und das muss wieder besser werden. Es ging vorher auch bis Freitag. Und ja, das muss jetzt wieder zurückkommen. Vielen Dank, Björn Naujokat. Marius, du bist dran. Ja, bevor wir zum Spiel kommen, erstmal gute Besserung an allen, denen hier heute irgendwas passiert ist im Stadion. Habe ich auch noch nicht erlebt, ist auch keine schöne Sache. Von daher gute Besserung. Ich hoffe, denen geht es allen bald wieder gut. Ich denke auch, dass wir ein gutes erstes Drittel gespielt haben. Und da Björn das Gleiche gesagt hat, denke ich, dass das erste Drittel generell ein sehr, sehr gutes Eishockeyspiel war. Was sich dann im zweiten Drittel geändert hat, das zweite Drittel war für mich viel zu wild. Haben zu wenig Struktur gehabt und dann ging das schon los mit den vielen Strafen. Zum Glück sind wir im Unterzahl heute sehr, sehr stark gewesen, was gut ist. Aber dennoch möchte ich natürlich weniger Unterzahl spielen, gerade gegen so einen Gegner. Bin aber sehr, sehr froh, dass wir das Spiel gewonnen haben. Es sind sehr wichtige 3 Punkte für uns. Die Tabelle ist sehr knapp, jeder weiß, wie es da aussieht. Von daher sehr glücklich jetzt. Und Ziel erreicht, wir haben vor dem Spiel gesprochen. Wunderbar. Ja, kurz nochmal für alle, Marius hat es dann angesprochen. Allen geht's gut soweit. Entweder mal kurz zum Check ins Krankenhaus, weil Puck vor den Kopf bekommen. Aber in der Häufung ist es schon dann eher selten. Stimmt. Björn, Sie haben eine Woche mit 3 Spielen vor sich. Dienstag geht's nach Krefeld, Freitag geht's nach Leipzig und Sonntag kommt dann Herford. Vermeintlich lösbar, aber auch gefährlich, oder? Ja, klar. Na, also vermeintlich lösbar. Vermeintlich lösbar war das Spiel heute eigentlich ja auch. Und wenn man halt nicht alle Dinge richtig macht, dann verliert man ein Spiel. Und das müssen wir jetzt halt die Woche wieder besser machen, dass wir unsere Sachen wieder richtig machen, dass jeder seinen Job macht und sich unterstützt. Und dann denke ich, dass wir die Spiele auch gewinnen können, auf jeden Fall. Marius, bei uns sieht es so aus, wir fahren nach Duisburg am Dienstag, am Freitag fahren wir nach Herford und am Sonntag kommt dann der Tabellenführer. Was machen wir in dieser Woche, damit es irgendwie schön bleibt? Wir spielen nur und trainieren nicht. Ja, ich sag mal, wir haben ja gerade erst einen Denkzettel bekommen, sodass wir keinen Gegner unterschätzen und wissen, dass wir von Anfang an arbeiten müssen. Wie ich gesagt habe, war das erste Drittel heute gut. Gerade die ersten 5 Minuten waren sehr gut. Und da werden wir am Dienstag weitermachen und auch da einen guten Start ins Spiel hinlegen, da wir die Punkte brauchen und noch einiges vorhaben diese Saison. So ist es wohl. Bleibt uns zu sagen, nochmal vielen, vielen, vielen Dank an alle, die bei den Aktionen rund um Jan Deigelsch mitgemacht haben. Sie bestellen bitte alles Gute in diese Richtung. Wir hoffen, dass das wirklich alles wieder in die Bahn kommt, in die es reingehört. Ihnen eine gute, sichere Heimreise und vielen Dank fürs Hiersein. Marius, vielen Dank, alles Gute. Das war das Spiel aus Halle an der Saale. Die Saale Bulls gewinnen 6:2 gegen die Hannover Indians. Morgen ab Mittag ungefähr alle Fakten auf saalebulls.com. Spiel-Highlights gleich in einer Stunde bei YouTube Bulls TV. Gute Nacht.